Ich wollte testen, welches Videospiel das ist, was am meisten süchtig macht. Deshalb werde ich heute den Cookie-Clicker ausprobieren, Leute. Wir haben hier eine Bäckerei. Wir haben hier einen Keks, der so wobbelt, wenn wir so drauf gehen. Okay. Und dann... Ah, okay, ich kann hier drauf drücken. Ja, wecken und backen. Okay, ich kann hier einen Cursor kaufen für 15. Ich habe noch nie in meinem Leben Cookie-Clicker gespielt. Ich habe es zwar schon mal bei anderen YouTubern so gesehen, aber selber habe ich nicht Cookie-Clicker gespielt. Also wir können hier scheinbar ganz viel klicken und wir können hier den Klicker, also den Cursor, können wir halt auch erweitern. Wir haben bisher unter 100 Kekse. Ey, wir können eine Oma einstellen. Bei 100 können wir eine Oma einstellen. Warte, wir holen uns eine Oma einfach. Zack, wir haben jetzt eine Oma. Gertrude, 100. Gertrude ist 100. Okay, okay. Ich habe jetzt Omis Kekse. Das heißt, ich kriege jetzt 1,2 Kekse pro Sekunde. Ich muss schon sagen, es macht schon süchtig, ja. Es macht schon süchtig. Aber jetzt brauchen wir auf jeden Fall mehr Kekse. Wir brauchen Klicks. Wir brauchen Views. Wir brauchen Abos. Lasst ein Abo da. Vielen Dank. So, wir machen die Kekse hier einfach mal kaputt. So, aber das heißt kaputt. Kann ich auch rum. Ah, ich kann auch den Cursor zweimal so effizient machen. Omas zweimal so effizient. Ich kann auch die Omas upgraden. Ich glaube, Omas abzugraden ist ein stronger Call. Boom. Upgrade. 2,5. Ja, die Omas, die sind es. Ich investiere jetzt in Omas. Zack, ich habe das neue Oma-Business. Jetzt habe ich 3 Omis, die mir hier die Kekse backen können. Wir sind nette Omas. Okay, hier stehen auch super viele Sachen. Zack, ich kann das hier einfach alles schließen. Wir können ja auch einfach noch mehr Cursor kaufen. So, ich hätte schon Bock, so ganz viele Cursor zu kaufen. So richtig viele, dass die so komplett drum sind. Aber die werden halt auch immer teurer, nicht? So, wir investieren einfach unser ganzes Geld bei 1100 Keksen. Da kriegen wir das nächste Upgrade. Beziehungsweise vielleicht kriegen wir auch die Oma schon ein bisschen schneller. So, jetzt machen wir so 3,9 Kekse pro Sekunde. Das ist nicht viel. Aber wir upgraden nochmal die Omis. Zack, Omis sind nochmal geupgradet. Jetzt habe ich 4 Omis. Ah, oha. Michelle, 82. Loremaster Rollins, 86. 100. 110. Hier ist einfach eine Oma, 110. Okay. So, die Omis sind, glaube ich, strong. Zack, komm, gib Oma einen Kuss. Ah, nee, lieber nicht. Lieber nicht, sage ich da. So, also, es macht schon slightly süchtig, ja. Es macht schon süchtig. Also, bisher ist okay. Ich könnte noch so ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr Spice vertragen, glaube ich. So ein bisschen mehr, dass wir schneller upgraden können. Das würde mich, glaube ich, noch catchen. Aber das Ding ist, die 1100 sind auch gar nicht mehr so entfernt. Weil das nächste ist die Farm. Das hier können wir uns holen, in Besitz 0. Und ich glaube, wenn wir die Farm haben, können wir schon krass upgraden. Können wir das upgraden? Dafür brauchen wir 500. Die Maus und die Cursor sind zweimal so effizient. Oh, dann ist das ja ein krasses Upgrade. Oha, zack. Okay, jo, okay, jo. Ich glaube, das war smart. Ich glaube, das war smart, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht kann man ja auch den Cookie-Clicker falsch spielen, wisst ihr, Leute? So, wir haben aber gleich die 500 eigentlich schon wieder drin. Deswegen hätte ich gesagt, es ist gar nicht mal so verkehrt gewesen. Ich will, glaube ich, gerade nicht mehr in die Omis investieren, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich würde lieber versuchen, jetzt auf die 1000 selber rauf zu grinden. Das ist ja auch halt ein Grind-Spiel. Und ich glaube, Grind-Spiele machen schon krass süchtig. So, wir haben fast 800 Kekse haben wir jetzt gebacken, Alter. 7 pro Sekunde. Und dann gucken wir mal, was da hier noch so auf uns zukommt, Leute. So, fast 1000. 1000 haben wir jetzt. Wir können die 1100 können wir gleich ballern. Wir können uns gleich unsere erste Farm kaufen. 1100, wir können uns jetzt die Farm kaufen. Let's. Warte. Oh, macht sind zweimal so effizient. Nee, wir kaufen die Farm. Bitte. 15. 15 Kekse pro Sekunde. Verstärkter Mausfinger. Oh mein Gott, den konnte ich auch noch investieren. Okay. 17,4. Wir sind von 7 auf 17,4 jetzt gekommen. Holy moly. So, dann mache ich jetzt hier die Omis klar. Zack. Das klang auf jeden Fall falsch. Und dann mache ich hier die Kekse kaputt. Die Farm, die sieht so aus. Das ist so eine Keksfarm. Aber ich glaube, wir können so ganz viele Felder kaufen eventuell, wenn ich das jetzt wirklich so richtig verstanden habe. Wir sollten auf jeden Fall gleich noch ein Upgrade kaufen. In Omis sollten wir nicht investieren. Wir sollten auf das hier schwitzen. Omas sind zweimal so effizient, weil ich glaube, Omas, zack, wow, 24,4, strong. So, wir machen einfach noch einen Cursor hin. Ich frage mich, wie lange das dauert, bis wir hier jeden Keks komplett so durch haben. Überall so einen Cursor haben. Das wäre cool. Kaufe ich eine neue Omi? Ich kaufe eine neue Omi kurz. Ja, ich habe schon relativ viele Omis. Wie viel kostet das nächste Upgrade? 5000? Okay, das ist super teuer. Die nächste Farm kostet 1200. Aber das haben wir gleich. Das ist easy. Ja, das können wir easy machen. So, Farm 1256. Jedes Farm produziert 8 Kekse pro Sekunde.
Bom. Okay, ja. Das ist die nächste Farm. Das Feld sieht nicht so schön aus, muss ich sagen. Die Omi sieht auch ein bisschen weird aus. Naja, so ist er halt, der Cookie-Klicker. Kommen jetzt mehr Omis. Noch mehr Omas. Aber Omas sind schon strong. Ja, wir können noch sehr viel investieren. Ja, ja, wir können sehr viele Omis kaufen. So, neue Omi-Armee. So, 43 Kekse pro Sekunde. Das ist, glaube ich, solide, hätte ich gesagt. Aber ich glaube, die Farm, ich kann ja auch Sachen verkaufen. Ah, okay, man kann ja auch Sachen verkaufen. Okay, aber wir haben noch nicht die Schallmauer durchbrochen. Wir müssen einfach... Oh, wow, 51 Kekse pro Sekunde, da kriegen wir so einen Cookie Rain, Alter. Ja, stabil. Ja, die Omas fallen jetzt, glaube ich, nicht mehr so krass ins Gewicht. Ich glaube, wir sollten auf die stahlbeschichteten Nudelhölzer sollten wir investieren. Weil dann können wir ein paar mehr... Also, dann sind unsere Omas noch effizienter einfach. So, Tiny Experiment. Ich glaube, ich kann meine Bäckerei auch umbenennen. Ich finde den Namen ein bisschen wack, muss ich sagen. So, kaufe ich jetzt noch eine Farm oder schwitze ich auf dieses 5K-Dingens? Ich glaube, dieses 5K-Dingens ist, glaube ich, smart. Ich, warte. 3500? Nee, ich kaufe eine Farm. So. Eine Mine kann ich kaufen als nächsten Step. 12K. Ich kaufe noch eine Farm. So, ich kaufe noch eine Oma. So, und jetzt können wir einfach mal... Wir können hier einfach mal loslassen. Wir können einfach mal chillen. Wir können einfach mal uns zurücklehnen und chillen. Weil wir haben einfach so gerade 1000 Kekse gebacken. Innerhalb von wenigen Sekunden. Ich klicke hier noch ein bisschen durch, Alter. Und dann warten wir mal, bis wir die Mine freischalten können. Beziehungsweise bis wir die Nudelhölzer freischalten können. Wie viel kostet das? 10, 11, 50. Oh, das ist alles viel zu teuer. Ich glaube, meine Klicks fallen hier... Ah, die machen 4. Ah, meine Klicks fallen schon so ein bisschen ins Gewicht. Boah, ich, das Ding ist, ich bin halt echt ein zahlenblinder Mensch. Ich weiß nicht, ob wenn ich halt alles rein investiere, reinbuddere, ob ich dann schneller bin. Ja, bin ich wahrscheinlich. So, zack. 84. Bald sind wir auf 100 Kekse pro... bald sind wir auf 100 Keksen pro Sekunde. 100 Kekse pro Sekunde ist stark. Omi? Ja, Omi hat gecarried. Neuigkeiten. Keksknappheit betrifft die Stadt. Die Leute sind gezwungen, Cupcakes zu essen. Einfach nicht dasselbe, räumt der Bürgermeister ein. Uff. Also, ich bin auch ein großer Keks-Fan. Es gibt solche richtig geilen Soft-Bake-Cookies. Ich liebe die Dinger. Okay, wir kaufen gleich noch eine neue Farm. Zack! Neue Farm. Neuigkeiten werden unsere Medien von der Keksindustrie kontrolliert. Das könnte sehr wohl der Fall sein, sagt ein verrückter Verschwörungstheoretiker. Na, ja, aber Kekse sind halt auch Liebe. Ich liebe Kekse wirklich. Also wenn ich ein Produkt rausbringen könnte, dann wäre es so ein Softbake-Cookie. Das wäre so geil. So, Kekse, noch mehr Kekse, Alter. Noch eine Farm? 103 Kekse! Das ist strong. 103 Kekse pro Sekunde. Dann kann ich mir bald die Mine endlich kaufen. Geil! Beziehungsweise dann kann ich mir diese Nudelhölzer kaufen. Ich glaube, die hauen mächtig rein. Wir kaufen mal ein paar mehr Omas. Zack. Und wenn wir ein paar mehr Omas gekauft haben... Jetzt mache ich Stopp. Jetzt investiere ich nicht mehr in Omis, sondern in ihre Nudelhölzer. Weil die Omas haben wir jetzt auf Level 19 gebracht. Das ist schon sehr, sehr viel. Okay, wir haben jetzt genügend Kekse gebacken, um das Nudelholz zu kaufen. Putz! 147 Kekse pro Sekunde. Das war ein dickes Investment. Da versprichst du mir die, da versprichst du mir die Sprache. Also da versprichst du mir die Schläge, was? Das ist einfach zu warm, Leute. Und wir haben hier schon die Hälfte von 12.000. Das heißt, ich würde sagen, wir kaufen uns gleich als nächstes einfach mal die Mine. Da würde ich einfach mal rein investieren. In die Keksmine. Oh, das ist, glaube ich, strong. Deine Kekse sind in aller Munde. Wortwörtlich, weil die halt so krass sind auf jeden Fall. So, okay, kaufe ich noch ein paar Omis. Nee, ich kaufe gleich ein paar Omis, wenn ich die Mine gekauft habe. Gleich habe ich die Mine. 10, 11 und nur noch 12. Wir haben es gleich. 600, 800, 900. Oh yes, jetzt haben wir die Mine. Bumm. Minen aus Keksteig und Schokoladenchips. Oh, lecker. Das klingt lecker. Und jetzt investieren wir in Omis. So, bisschen klickern, damit ich noch ein paar mehr Omis kaufen kann. So, zack, weil ihre Nudelhölzer sind schon stark. Wir haben jetzt 200 Kekse pro Sekunde. Das ist strong. Oh, wir haben ein neues Upgrade im Shop. Wir können uns einfache Kekse kaufen. Keksproduktionsmultiplikator plus 1. Boah, 999.000.
Die Maus und der Cursor sind zweimal so schnell. Das kriegen wir bei 10k. Das hier kriegen wir bei 11k. Ich würde sagen, das machen wir bei 11. Machen wir lieber dieses Gartendingens. Das habe ich jetzt gekauft. Das fand ich jetzt ein bisschen smarter, weil wir relativ viel investiert haben in die Farm. Jetzt machen wir fast 300. Noch ein paar Omis kaufen. Ich will hoch auf 300 ballern. Das wäre cool. Was soll ich sagen, Leute? Ich bin drin in dem Game. Es macht süchtig. Dieses Kugelklicker-Game macht ultra süchtig. Kommentiert mal Games, die safe süchtig machen in die Kommentare. So richtig popular Games, Leute. Sowas wie Poo. Sowas wie, keine Ahnung, irgendwelche krassen Handy-Games, die super süchtig machen, die ich zocken soll. Dann zocke ich alle süchtig machenden Spiele, damit ihr es nicht machen müsst. Okay. Kaufen wir gleich eine neue Mine. Ich glaube, eine neue Mine könnte auch smart sein. 1800. Wir können uns eine neue Mine kaufen. Yes! 319 Kekse pro Sekunde. Warum besuchst du mich nicht öfters, Oma? Leute, ich habe gerade den Kurs weggeguckt und ich produziere einfach 35.000 Kekse pro Sekunde. Ja, ich investiere jetzt in Cursor, in Mine, in Farm, in Oma, in Farm, in Oma, in Cursor. Cursor, bomm. 400 Kekse pro Sekunde, oh mein Gott. Ich habe gerade einfach kurz weggeguckt, bumm, 35.000 Kekse. Ich kann mir bei 130.000 kann ich mir so eine Keksfabrik oder sowas kaufen. War ich ja gar nicht mal so weit entfernt. Und danach ist das nächste schon 130k? Okay. Können wir uns hoch auf 500 ballern? Ja, nicht schlecht. Ja. Ja. Cursor. Die Cursor bringt es gar nicht mehr. Oh, wir haben was Neues freigeschaltet. Oh ja, die Fabrik ist jetzt auch in Farbe zu sehen. Okay. Ich würde uns gerne auf 500 Kekse pro Sekunde ballern. Schaffe ich das mit der Oma? Nee. Noch eine Omi. Noch ein Cursor. Wir haben fast jeden Cursor voll, Alter. Ich kann die Mine upgraden. Ballert uns das auf 500 Kekse pro Sekunde? Yes! 529 Kekse pro Sekunde. Jawolski. Okay, dann kannst du weitergehen. Let's go. Okay, Leute, es ist soweit. Wir können uns endlich die Fabrik kaufen. But. Oha, wir haben jetzt eine Cookie-Fabrik für... Oh mein Gott. Wir verdienen einfach 700 Kekse pro Sekunde. What? Wir können die Farm nochmal investieren. Oh mein Gott, das ist krass. 800 Kekse pro Sekunde. Wir können uns einen Cursor kaufen. Können wir den Cursor jetzt voll machen? Na, können wir noch mehr Cursor? Komm schon. Oh, Mist, ist zu teuer. Ich will den Cursor hier komplett voll kriegen. Das ist hier gerade mein Ziel. Auch wenn der Cursor ein Minusgeschäft ist. Ich will ihn voll bekommen, aber wir brauchen noch mehr Omas, glaube ich. Wir haben nicht mehr genügend Geld. Kann gerade so... Ja, die Cursor, die bringt es auch gar nicht, Alter. Aber es sieht halt cooler aus, wenn das alles voll ist, wisst ihr? Ja, wir sollten in die Farm investieren. Wir sollten in sinnvolle Sachen investieren, Leute. In Farm, in Omis. Was soll ich sagen, Leute? Es ist ein sehr süchtig machendes Game. Cookie-Clicker. Ist ein geiles Game. Wenn ihr wollt, dass ich da nochmal weiterspiele, lasst unbedingt ein Like da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag morgen Abend. Haut rein. Tschüssi.